Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog oder so ähnlich, zu einem kleinen Ankündigungsvideo von mir. Wurde mal wieder Zeit und eigentlich ist es jetzt so sehr, sehr klein auf die wirklich nähere Zukunft und zwar die kommende Woche. Jetzt müsste Sonntagabend sein und ich hoffe, das Video kommt auch noch Sonntagabend raus oder halt Sonntagnacht. Jetzt ist es schon ein bisschen später. Mal schauen. Zumindest haben wir drei Themen und zwar, Vettel, was kommt in der Woche? Gibt es zwei Termine, die diese Woche wichtig sind und anstehen. Und außerdem so ein grobes Einschätzen von dem aktuellen Streamplan. Damit die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass ich streame, ja, ich streame auch recht viel League of Legends und zwar auch recht viel Viewer-Games mit euch zusammen, wo ihr einfach mitspielen könnt, wo wir einfach Spaß haben können, wo ich auch sehr viel Off-Meta spiele tatsächlich. Damit die einfach auch mal wissen, ihr könnt auch vorbeischauen, müsst ihr natürlich nicht. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, gerade auch mal halt immer wieder neue Leute von YouTube auch zu sehen, die ein bisschen rüberkommen zu Twitch. Ich weiß, mit den Zeiten nicht jeder kann immer und auch mit der Leitung und so nicht jeder kann alles empfangen und sowas. Und Twitch macht manchmal auch ein paar Probleme. Aber ich hoffe einfach auch mal wieder neue Gesichter zu sehen und bin einfach echt froh über jeden, der kommt. Und natürlich auch von den alten Hasen bin ich auch dankbar für jeden, der dabei ist, der einfach mitspielt, der mit im Chat aktiv ist. Ja, so viel erstmal dazu. Wir legen also gleich los, was steht diese Woche an? Und zwar stehen da zwei wichtige Termine an. Und zwar der erste ist schon morgen, am Montag, den 14.03. habe ich Geburtstag. Yay! Und ich möchte an diesem Tag einfach ein bisschen anders Geburtstag feiern, und zwar mit euch zusammen. Ich werde einen großen, mehr oder weniger großen, Livestream machen, einen Viewer-Game-Stream. Und zwar einfach wirklich den ganzen Tag einfach Spaß haben mit euch. Einfach mit euch spielen und wir machen einfach einen schönen Tag und feiern das Ganze so ein bisschen zusammen, wenn ihr natürlich nur drauf Bock habt. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und einfach mitspielt. Ja, vielleicht überlege ich mir noch irgendwie so spontan kleine Sachen, die wir dann machen, irgendwas Witziges oder so, ich weiß es noch nicht. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr vorbeischaut. Losgehen wird das Ganze, schätze ich mal, so 14:30. Dann bis 18:30 oder sowas vielleicht, 18 Uhr, 18:30. Dann mache ich vermutlich kurz eine Pause oder so. Und dann, schätze ich mal, machen wir abends weiter, wenn ich noch nicht overtilted bin und mit Salz überstreut und eingerieben und es in meine Poren eingezogen ist, wird es weiter LOL geben. Ansonsten schauen wir uns irgendwas anderes an, vielleicht von den Spielen hier oder so. Ich weiß es nicht, vielleicht sowas hier. The Order, habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Mal sehen halt. Also, hängt davon ab, wie salzig ich bin. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einfach dabei seid, da einschaltet, einfach mal vorbeischaut und müsst natürlich nicht die ganze Zeit da sein. Aber einfach auch mitspielen könnt ihr gerne natürlich auch machen. Und ich versuche, wie in jedem Viewer-Game-Stream, für die, die es nicht kennen, versuche ich einfach auch jeden ranzunehmen. Ja, Leute, es wird jeder rangenommen. Also, seid dabei, macht mit, schaltet ein und wir haben einen schönen Tag zusammen, haben ein bisschen Spaß zusammen und genießen das Ganze einfach. Und ihr dürft euch freuen, dass ich nebenbei Kuchen esse oder so, ich weiß es noch nicht. Das ist der Plan und ich hoffe, ihr seid dabei. Der nächste Termin, der diese Woche noch ansteht, ist etwas für die Anime- und Manga-Fans, wo hoffentlich einige unter euch dabei sind. Und zwar die Leipziger Buchmesse, die ja quasi die Überveranstaltung ist. Oder neben dieser Veranstaltung läuft ja auch in den gleichen Messehallen in Leipzig die Anime- und Manga-Convention. Und da werde ich da sein, zusammen mit dem John und dem Kili, die Stream-Veteranen von mir eigentlich kennen sollten. Das sind zwei sehr liebe Mods bei mir, mit denen ich auch, das sind so die Boys, mit denen ich auch immer Ranked spiele. Und genau, da werden wir über die Messe streifen, werden vermutlich den ganzen Tag da sein. So ab 11 Uhr ist Plan, dass wir da sind, also vermutlich 11.30 Uhr oder so, je nachdem, wie wir durchkommen. Und dann halt, bis die Messe schließt. Und ja, wer da kann, das ist halt Donnerstag, wer da kann... Wäre cool, wenn ihr vorbeischaut. Wäre cool, wenn ihr einfach mal Hallo sagt. Ich werde vielleicht auch mal twittern oder so, was auch immer. Dazu, ne? Also, wenn ihr irgendwas wissen wollt, Social Media poste ich eigentlich alles Wichtige. Macht nicht zu allem Video, aber wenn ihr was wissen wollt, dann schaut da vorbei. Genau, da werde ich einfach mal schauen. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn da einfach welche von euch dabei sind. Und ich weiß, da sind einige von euch dabei, die Manga und Animes lieben. Ja, und wenn ihr mich seht, Alter, dann sprecht mich bitte an. Wenn irgendwer von euch, der meine Videos schaut, auch da ist, dann will ich euch kennenlernen und will einfach mal mit euch quatschen. Das würde mich wahnsinnig doll freuen, einfach die Leute kennenzulernen. Ich durfte auf der Gamescom schon ein, zwei Leute kennenlernen und das war einfach cool und hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich richtig gefreut einfach. Deswegen, also wenn ihr da seid, wäre cool einfach mal vorbeischauen. Vielleicht trifft man sich ja da. Wer die anderen Tage da ist, kann das trotzdem gerne mal in die Beschreibung packen, weil...
Ich werde zwar leider nicht da sein, es sei denn, es passiert noch ein Wunder und ich kann irgendwie einen Tag verlängern oder die Messe hat mich so sehr gepackt, dass ich noch einen Tag hinfahre. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist super unwahrscheinlich. Genau, ansonsten schreibt doch mal rein, ob ihr da seid, ob ihr mitmacht, ob ihr vorbeischaut, ob ihr im Cosplay kommt. Da sind ja auch wahnsinnig viele Cosplayer unterwegs. Und wenn ja, welches? Und ja, das erstmal dazu. Vorneweg kann ich jetzt schon mal noch in die Zukunft, in die Ferne blicken und sagen, ich werde auch beim Japan-Tag sein. Für die Leute, die so in Düsseldorf und Umgehung wohnen, da werde ich auch den ganzen Tag eigentlich da sein. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Letztes Jahr war es nicht so schön. Und würde da auch einfach wahnsinnig gerne Leute von euch treffen. Ich liebe Animes und Manga. Ich liebe Japan. Ich hoffe, ihr auch, also einige von euch, und ihr schaut vorbei. Das dazu. Und als Letztes wollen wir uns noch ganz kurz einfach den sporadischen oder den Streamplan-Rahmen, den Rahmenplan anschauen. Für die Leute, die halt einfach sich fragen, wann streame ich, die halt das nicht so oft mitbekommen, dass ich streame, die einfach auch gar nicht wissen, dass ich überhaupt streame. Ich streame auf Twitch. Und zwar fast ausschließlich LOL momentan, einfach weil ich gerade echt viel Spaß wieder an dem Spiel habe. Und weil es einfach auch schön ist, mit euch zusammen zu spielen. Ich streame auch sehr viele Viewer-Games und mache das meistens Montagnachmittag, so 13:30, 14 Uhr oder so fange ich damit an. Dann bis 17 Uhr, 17:30 oder so gibt es halt Viewer-Games. Dienstag so ähnlich, auch so in dem Rahmen, in dem Bereich, wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil ich da nachmittags noch was zu tun habe. Und mittwochs wird vermutlich frei sein. Donnerstag gibt es abends dann vermutlich Ranked. Keine Ahnung, so ab 21 Uhr, 21:30 oder sowas. Halt dann ein bisschen später. Und Freitag gibt es nachmittags auch einen Stream. Das variiert allerdings, was es ist. Die letzten zwei Wochen war es jetzt Zelda. Das Twilight Princess HD Remake für die Nintendo- und Zelda-Fans unter euch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich würde es wahrscheinlich auch weiterspielen. Mal schauen. Ist immer so eine Sache, war aber auf jeden Fall echt cool. Und ja, ich spiele auch gerne halt andere Spiele. Nur ist das meistens irgendwie zeitaufwendiger als LOL. Eigentlich nicht. Aber in meinem Kopf schon. Wie dem auch sei, am Wochenende ist es dann relativ frei. Das heißt, Samstag werde ich vermutlich Pause machen. Also, weil dann einfach hier genug zu tun ist und so. Samstag, das ist dann halt sowas. Und Sonntag ähnlich, wobei Sonntagabends halt vielleicht mal ein Stream kommt oder so. Und vielleicht halt auch mal nicht LOL oder so. Mal sehen. Das mache ich dann einfach, wie ich Bock habe. Und generell noch dazu zu sagen, ist, abends gibt es halt auch ab und zu einfach einen Stream. Vielleicht auch nachts halt wirklich, dass es erst um, was weiß ich, um 1 losgeht oder so. Und dann bis 3 oder so. Einfach weil wir dann halt Ranked spielen öfters mit den Boys zusammen. Das sind dann halt namentlich zum Beispiel auch der John und der Kili. Und ich das auch öfter streame. Und wer da vorbeischauen kann, kann das gerne machen. Wer Bock hat, einfach ein bisschen zuzugucken, wie wir einfach rumfailen in unser Low Elo, kann da gerne vorbeischauen. Ja, aber das ist halt für die meisten ein bisschen später, gerade für die Schüler und so. Das ist halt vielleicht nicht so ganz machbar. Deswegen versuche ich das mit Nachmittags und mit den Viewer Games und so. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt informiert. Ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Geburtstag wird schön, hoffentlich mit euch. Die Messe wird super nice, hoffentlich auch mit euch. Und Stream ist mit euch eh immer geil. Also, das waren die Informationen, die ich mitzuteilen habe. Wollt ihr sowas öfter, so ein kleines Vlog-Update, was auch immer? Passt das so? Gefällt euch das so? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen informiert. Ihr seid auf dem laufenden Stand und ihr könnt mir zuschauen, mitmachen oder so ähnlich, ich weiß es nicht. Schaut vorbei, ich würde mich echt freuen über jeden von euch. Das war's von mir und ich sage bis dahin.